Guten Tag, hier ist der Gusor und der Max. Moin zusammen. Und wir, beziehungsweise andersrum. Max hat zu mir gesagt, hey yo, lass mal Alex Challenge machen. Ja, machen wir. Und zwar, ja, jede Truppe, die jeweils immer ein mehr an Elixier kostet, darf man drin haben. Und Max weiß nicht, was ich drin habe. Ich weiß nicht, was Max drin hat. Und wir fangen jetzt zusammen an, beziehungsweise ich mache jetzt eine Anfrage auf ein Testspiel. Yep. So, Testspiel. Ich bin gespannt, wie Knäckebrot. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Challenge. Ich hatte die ja schon mal aufgenommen und die Idee war ziemlich witzig und auch das Ergebnis, weil man eigentlich fast nie einen guten Counter hat gegen das, was der andere spielt. Ja, okay, das okay. Deswegen, klar, bei den Einser und vielleicht bei den hohen Karten, dann weißt du ungefähr. Jetzt zum Beispiel. Was soll ich da oh, geben? Ja, gut, schönes Ding, Junge, Alter. Das Teil habe ich noch gar nicht, Alter. Den meiner. Oh, bitte ist die Weite genug weg. Oh, nice. Oh, Goblin Barrel. Sowas zum Beispiel. Hätte ich jetzt nicht die Goblins gehabt, ich hätte nichts gehabt, um das zu verteidigen. Wie er Mama schreit, Junge. Tja, aber ja, genau. Eine lassen. Ja, ja. Macht ziemlich viel Schaden. Oh, er hat auch einen. Oh, du bist so eine Sau. Alter, du bist so eine Sau. Alter, du solltest dich schämen. Oh. Mal gucken. Oh, nee. Nee, nee. Was mach ich denn jetzt? Du sollst dich schämen, habe ich gesagt. Das reicht schon. Gegen Pekka. Ja, okay, gegen Pekka. Ich habe halt nichts da, um die wegzuseppen. Die machen jetzt so viel Schaden, die drei Dinger da. Ah, wie er da diese scheiß Kugel da am Start hat, Alter. Barbarenhütte, ne? Oh nein, ach, scheiße. Ja, ja. Oh, beide synchron weggegangen. Obwohl das clever war, das jetzt auch nicht. Ja, zack. Scheiße. Ich nehme mal den Royal Giant raus, weil den hast du ja selber noch nicht. Das war ein bisschen zu krass. Aber es gibt halt nicht viele andere Karten für 6 Elixier. Mal sehen. Ich mache jetzt mal was anderes. Du kannst ja auch alles ändern, was du haben möchtest. Und dann mal schauen. Ich nehme mal hier was Neues rein. Eine Karte, die ich noch nicht groß gespielt habe. Blöd, dass sie doch die Goblin Barrel jetzt reduziert haben. Jetzt wollte ich die gerade haben mit 4, aber ist ja nicht mehr 4. Ich mach mal hier. Ich kann Skype gar nicht einzeln lauter machen. Das ist ja auch für den Arsch. So. So. Tja, die muss ich behalten. Ja. Ich stehe genauso da, lass mal. Ja, ich habe jetzt fertig. Ich habe fertig. Okay, und los geht's. So. Ich probiere auf jeden Fall jetzt, ich hoffe, das funktioniert einfach. Ja, das wollte ich auch machen. Ich habe da jetzt eine Karte drin, ne? Die habe ich auch vor ein paar Tagen bekommen. Mal sehen. Scheiße. Hast du den Bowler schon mal gesehen? Nee. Ich kann nichts machen. Ach ja, jetzt kommt er, ich kann nichts machen. Ja, ich kann nichts nicht machen. Guck mal, dein Hockey läuft einfach durch, macht so viel Schaden. Konnte ich das nicht durchspielen hier. Na, die Skelette. Free Kill.
Was ist denn das? Ach, das ist der Holz. Oh. Nee, ich bin da total geflasht. Ja. Nee. Keine. Aber man sieht wirklich, man sieht halt einfach, warum ich unten rumkrebse. Weil ich da wirklich, da gehöre ich hin. Fertig. ist halt einfach so. Also da, aus mir wird nie ein guter CR-Spieler. Fertig. Ist halt so. Ach. Einfach spielen. Wenn du nicht so viel spielst, dann kannst du natürlich auch nicht, weiß nicht, jede Taktik oder so wissen oder keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Schön reingerannt. Ja, das war, nee, also. Ist auf jeden Fall eine witzige Challenge, muss man sagen. Ich kann ja jetzt nochmal ändern. Nimm du mal wirklich dein, jetzt ohne Witz, nimm du mal dein schwächstes Deck. Also wirklich, wo du, also wirklich auch, wo du sagst, das läuft gar nicht. Das läuft gar nicht und dann, Okay, ich nehme jetzt einfach irgendeins, was ich hier neu gebaut habe. Ich kenne das noch nicht. Also ich habe es nicht gerade neu gebaut, sondern weiß nicht, vor 2 Tagen oder so, 3, 4 Games gemacht, aber ich habe keine Ahnung. Und es ist auch nicht... Hast du ja? Ich habe fertig, ja. Okay, fertig. Ich habe fertig. Dann lass uns das probieren. Ausgewählt, okay. So, hast du dann ein normales Deck jetzt wahrscheinlich? Ja, genau. Okay. So. Jetzt habe ich hier einen. Ja. Ich weiß nicht, was du hast. Oh, shit. Was ist das? Alter, was ist das? Oh, ich kenne das alles gar nicht. Naja, das bringt halt nichts. Ah, lass mich raten, es hat ganz schön viel Elixier gekostet, oder? Musketier kann jetzt mal schön drauf rumballern. Da siehst du mal ein Musketier einfach drauf. Boah. Diesmal nicht. Diesmal auf keinen Fall. Na doch, ist fast down. Was wolltest du mit dem Eismagier? War ein gar nichts. Ja, der Inferno ist halt der Mega-Counter gegen dieses Deck. Ich brauche diesen Lava-Hund. Ansonsten funktioniert es nicht. Das wäre scheiße. Und dann lacht er sich einen ab. So. Ich weiß, dass ich noch übel auf die Schnauze bekomme von dir. Ja, von dem Deck weiß ich das nicht. Ich ja. Glaub mal, ich bin mir da ganz sicher. Du musst doch bei 10 Elixier sein, du musst was spielen. Oh shit. Oh shit. Scheiße! Kommt mal dahin. Kommt mal dahin, bitte, 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 bitte. Alter, da werde ich jetzt gerade richtig gebumst, auf jeden Fall. Komm, 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 Eismagier. Freeze, freeze, alles wegmachen. Jo. Oh, was? Was? Wie bitte? Oh, du hast den Picker noch gekriegt. Scheiße. Weil der Miner macht jetzt nicht so viel Damage. Aber reicht. Man darf ihn nicht alleine liegen lassen irgendwo. Das geht in die Büchse. Was? Alter, hat dein Packer einfach hier so meinen Muskel? Alter, was? Der ist natürlich auch voll gute Nacht, Alter. Ich bin ja auch ein Level höher. Aber man sieht, ja, aber man sieht jetzt hier zum Beispiel auch wieder perfekt, dass du halt nicht weiter den Lava-Hund gezogen hast, sondern halt gesehen hast, gut, okay, ja, bringt nichts, machen wir was anderes. Ändern, ja. Dass du es halt umstellst im Game, das ist halt das Wichtige. Das war es erstmal von uns. Ja, ich habe wieder total abgezogen. Also, ja, ich wurde wieder total abgezogen, war ja klar. Haut mal rein und wenn ihr möchtet, guckt gerne mal bei Max vorbei. Genau, der freut sich da richtig übel den Ast ab, Alter. Dann hast du ja auch meine Sicht dann von mir. Genau, genau. Ciao, ciao.